Ich freue mich riesig heute auf ein Gespräch, ja, über ganz wesentliche Themen unseres Menschseins. Also zum einen die Liebe, ja, die Liebe, das Vertrauen, das, was dem oft entgegensteht oder dazwischen steht, die Angst, ja, und die Sinnhaftigkeit im Leben. Also Themen, die uns alle bewegen auf unseren Lebenswegen. Und ja, ich bin unglaublich dankbar, dieses Gespräch mit Dr. Med. Ingfried Hobert führen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Ingo, und danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ja, hallo, ich grüße dich. Ingo, magst du dich heute einfach selbst ein bisschen vorstellen, ein bisschen erzählen, wer ist denn der Ingo? Was bewegt den Ingo? Was machst du so? Ja, einfach unsere Zuschauer ein bisschen mitnehmen in dein Leben und in deine Tätigkeiten. Bezeichne mich als Arzt für Ganzheitsmedizin und Ethnomedizin. Und war natürlich früher im Krankenhaus, 5 Jahre auf Intensivstation in der Kardiologie, Innere Medizin, Chirurgie und habe dort gemerkt, dass die Medizin großartig ist, die wir so haben als Schulmedizin, aber dass es darüber hinaus noch viel, 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 viel mehr gibt, wo wir das Leben von Menschen erleichtern, bereichern können, sehr viel mehr Medizinisches gibt aus dem Heilwissen der Weltmedizin heraus, dass wir mehr zur Verfügung haben als das, was die Schulmedizin die letzten 60, 70 Jahre erarbeitet hat. Und so bin ich dann auf Reisen gegangen und habe in allen Teilen der Welt Schamanen, Medizinmännern, Menschen, die sich für ihre soziale Gemeinschaft eingesetzt haben, über die Schultern geschaut und habe mich inspirieren lassen von ja, all diesen Heilweisen, all diesen Heilphilosophien, all diesen vielen, vielen Richtungen, die unser Planet zu bieten hat, und habe dann aus dieser Schatzkiste der Weltmedizin, aus jeder Kultur so das Beste herausgepickt und wende das in meiner Praxis am Steinhuder Meer an, sodass daraus ein ja, Konzept geworden ist, ein smartes Medizinkonzept, das Prävention in den Vordergrund stellt und individualisierte Medizin. Also jede Behandlung ist genau auf den Patienten zugeschnitten und mal sind es Aspekte, die mehr aus der tibetischen Medizin kommen, mal aus der chinesischen, aus der hawaiianischen, aus der Aborigine-Medizin, aus dem Kathmandu Valley oder aus den verschiedenen afrikanischen Staaten. Das ist unterschiedlich inspiriert, je nachdem, wo der Patient gerade steht. Und dementsprechend gibt es auch Heilpflanzen aus den verschiedenen Kontinenten. Hier haben wir heute ein sehr umfangreiches Wissen über die Zusammensetzung der Heilpflanzen, über die sekundären Inhaltsstoffe. Und wir wissen, wie viel Milligramm eines Inhaltsstoffes eine Heilpflanze wird, um zum Beispiel den Blutdruck zu senken oder um dem Körper Stabilität zu geben, wenn ein Mensch zu viel um die Ohren hat, wenn er in Ängste, in Depressionen reingeraten ist. Hier haben wir gerade aus der tibetischen Medizin eine ganz besondere Kernkompetenz, aber auch die chinesische Medizin hat hier viele Dinge, die einem Menschen helfen können, wieder in sich selbst besser geerdet, verwurzelt zu sein. Und gerade diese Bereiche interessieren mich ganz besonders, weil auf der einen Seite ist der Körper immer wieder Spiegel der Seele und spiegelt uns wieder mit den vielen Botschaften, wo wir eingeladen sind, jetzt genauer hinzugucken, uns mehr mit uns selbst zu beschäftigen, wo uns vielleicht die Liebe zu uns selbst verloren gegangen ist, die Selbstachtung, die Würde, wie Gerald Hüther jetzt so schön schreibt. Oder ich spreche in meinem neuen Buch Mantra Medizin von der verloren gegangenen inneren Souveränität. Etwas, was wir gerade in der heutigen Zeit, wo Pharmazie, Politik uns versucht zu verführen und uns von uns selbst zu trennen, wo wir unbedingt Techniken brauchen, um bei uns zu bleiben, um innerlich stabil zu bleiben, um diesen Stürmen, die da von außen auf uns einbrechen, um da dem auch mehr entgegenzusetzen. Und dafür schlägt mein Herz in besonderer Weise, uns als Gesellschaft an der Stelle zu unterstützen, Dinge wacher, klarer, fokussierter sehen zu können, sozusagen den Kopf aus dem Nebel der Manipulationen von allen Seiten herauszubekommen
um souverän und stabil für uns Entscheidungen zu treffen, die unser Leben erleichtern und bereichern. Und da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die wir medizinisch einsetzen können. Und das ist auch Medizin. Das ist Teil des überlieferten Medizinwissens unseres Planeten, unserer Mutter Erde, über tausende Jahre gewachsen. Und das ist ein echter Schatz, den wir hier nutzen können. Was fühlst du denn? Warum sind wir hier? Ja, also dieses Menschsein. Worum geht's im Leben? Warum sind wir hier? Naja, es geht erstmal darum, die Dankbarkeit zu entwickeln, überhaupt hier sein zu dürfen. Jemand hat es mal verglichen mit einem Schwimmring, der irgendwo in der Welt auf irgendeinem Ozean treibt. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schildkröte, die an irgendeinem anderen Teil der Welt gerade taucht, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schildkröte da, wo sie auftaucht, um Luft zu schnappen, dass sie genau in der Mitte dieses Schwimmrings auftaucht. Und so groß ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Glück haben, hier auf dieser ulkigen Kugel einzuchecken und dann noch vielleicht das große Glück haben, hier im Westen zu sein und in dieser Form, wie wir es jetzt hier tun, haben und sein zu dürfen, erstmal eine Dankbarkeit zu entwickeln für das, was ist und gleichzeitig über die Dinge zu schmunzeln, die nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Und aus dieser Dankbarkeit kann dann entfließen, ja, ein Gefühl von Fülle und von Liebe zu dem, was ist. Also wenn es uns gelingt, die Fülle, in der wir haben und sein dürfen, in Dankbarkeit und dann in Liebe annehmen zu können, glaube ich, das ist das Größte, was uns gelingen kann. Weil das schafft Frieden und Harmonie im Körper und gibt uns die Kraft, um jetzt unseren Auftrag zu erfüllen, der bei jedem etwas anders gelagert ist. Also Fülle, Dankbarkeit, Liebe führt zur Gesundheit und die Gesundheit gibt uns die Kraft, um dann unser Potenzial einzusetzen, um schöpferisch das zur Entfaltung zu bringen, weshalb wir hier sind und dem zumindest auf die Spur zu kommen. Und das ist, glaube ich, das, wozu wir eingeladen sind. Und dabei dann die Herausforderung zu überwinden, dass unser System eben auch sehr stark beladen ist mit den Erfahrungen, die sich aus Schwangerschaft, Kindheit, aus der Lebensgeschichte heraus entwickelt haben. Erfahrungen, die teilweise auch sehr ungünstig waren und dann wie Klebstoff an uns kleben und uns irgendwo auch daran hindern, dieses Potenzial frei und leicht auszuleben. Und dazu kommt dann noch so eine karmische Last aus eigenen früheren Leben. Da wissen wir nichts drüber, können wir nur vermuten. Aber sicherlich kommt noch eine Last dazu aus dem transgenerationalen und systemischen Bereich. Manchmal sagt der Stress von 7 Generationen steckt uns noch im Knochen und durch den Krieg nochmal verstärkt der letzten 2 Generationen. Also hier sind noch ein paar Themen, die wir sehr stark in uns tragen, die es gilt, sie als Herausforderung zu integrieren, zu assimilieren und sie helfen uns dann in der Auseinandersetzung mit ihnen dabei, unserem Potenzial, unserem Sinn, unserem Lebenssinn auf die Spur zu kommen. Mhm. Und dafür ist die Grundvoraussetzung, wie du eben schon gesagt hast, Dankbarkeit und Liebe zu der Fülle, in der wir erstmal haben und sein dürfen. Das ist der erste große Schlüssel. Ja, ich finde es spannend, was du sagst und ich lausche dir und gleichzeitig ist so ein Impuls da. Weißt du, ich meine, wir sind unbegrenzte, geistig schöpferische Wesen und jede Idee, die wir glauben, machen wir ja wahr in unserem Leben und natürlich weiß ich um diese, ich nenne es jetzt mal Ideen mit den 7 Generationen und so weiter und was alles anhaftet. Also ich für mich habe gemerkt, dass ich mich frei machen möchte von all diesen Ideen, ja, und dadurch in mein wirkliches Potenzial, nämlich im Jetzt kommen kann. Also genau das, worüber wir beim letzten Mal ja auch gesprochen haben, wirklich
diesen Klebstoff zu lösen, allumfassend, weil jeder hat Ideen mit Karma und vergangene Leben und, und. Und ich fühle für mich immer hin, was macht mich im Jetzt weit und frei? Und wenn ich diese Idee höre, ja, also ich kann sie ja wahr machen für mich oder eben auch nicht. Und dann spüre ich dahin und sage, nö. Wenn mich das eingrenzt oder eng macht, dann lasse ich diese Idee los. Ja, das kommt mir gerade so Impuls, weil das ist ja so spannend. Es gibt so viele Ideen, ja, von allen Kulturen und allen Richtungen und Meister. Es gibt so viele Konzepte, Ideen und letztendlich, was bleibt in Anführungszeichen, ist sowieso immer nur dieser jetzige Augenblick, in dem ich da sein darf und genau das, was du eben beschrieben hast. Und ich finde es sehr, sehr schön, wie du es beschrieben hast, ja, diese Dankbarkeit und diese Fülle zu fühlen, hier und jetzt, ja. Und ja, sehr schön. Danke, wie du das beschrieben hast. Ja, ich sehe aber auch, das, was du sagst, ist völlig richtig. Ich kann da auch total mitgehen. All die Konzepte bringen uns nicht weiter. Mir geht es nur darum, einmal zu akzeptieren, da ist noch etwas in mir, was da ist. Und ich beobachte diesen Teil, gebe dem aber sonst keine konzeptmäßige Aufmerksamkeit. Ich bin nur bei der Beobachtung, oh, da sind Kräfte in mir, die wollen mich in eine andere Richtung gehen lassen. Großartig. Aber meine Energie lenke ich jetzt auf die anderen Kräfte, die eigentlich nur zum Augenblick Ja sagen wollen. Just say yes and let life unfold, egal was da kommt. Weil wir ziehen sowieso die Dinge an, die da noch zu denen wir eine gewisse Resonanz haben. Das heißt, durch Präsenz im Augenblick arbeiten wir sowieso das ab, was noch abgearbeitet werden will. Und so finde ich dieses Bild ganz schön, dass da so ein Beobachter in uns ist, der beobachten kann, wie da manchmal so ein HB-Männchen in uns hochgehen will, uns einlädt, sozusagen in den Sumpf reinzuziehen, alter Muster, und in dem Moment ja, zu atmen, damit zu sein, dass diese Kraft sehr stark ist, dann aber gleichzeitig über die Atmung dann auch zu merken, ja, da gibt es aber auch die andere Kraft, die so aus dem Herzen herauskommt, die so ganz in der Präsenz ist und die jetzt ganz authentisch einen anderen Weg gehen will. Und dann eben weiter zu atmen und dann diesen anderen Weg zu gehen, diesen neuen Weg ausprobieren und da Lust drauf zu entwickeln. Ich glaube, das ist so einer der ganz großen Einladungen, vor denen wir stehen, dass wir diese Hand, die da häufig aus dem Sumpf kommt, uns reinziehen will in Wut, in Angst, in Traurigkeit, in zu viel Sorgen und Grübeln, dass wir dem eben nicht nachgeben und an dieser inneren Souveränität festhalten und beobachten. Es sind zwei, wie Goethe sagte, zwei Stimmen in der Brust, und ich lenke mehr und mehr meine Aufmerksamkeit auf dieses Große in mir, was sich da Stück für Stück weiter entfalten möchte. Stimmt dir da 100% zu? Was bedeutet für dich diese gelebte innere Souveränität? Naja, wir sehen es ja heute jetzt an den Angeboten, die wir von einem Staat bekommen, der zunehmend übergriffig wird, nicht? Der uns irgendwann sagen wird, dass wir ab 40 Grad nicht mehr aus dem Haus gehen dürfen, der uns dann alle möglichen Vorschriften macht und sich einmischt in Bereiche, wo er sich gar nicht einzumischen hat, nicht? Der darf uns nicht sagen, wie oft wir zu irgendwelchen Untersuchungen gehen oder uns impfen lassen oder dass wir bei jeder Krebserkrankung die und die Chemotherapie einnehmen müssen, sonst fliegen wir aus der Krankenkasse raus. Wo kommen wir denn da hin? Das geht ja gar nicht. Nicht? Wir sind ja nicht kleine Kinder, denen man immer noch vorschreiben muss, wie man zu leben hat. Nicht? Aber der Staat dürfte uns ermutigen und dürfte sagen, Mensch, ihr seid so wunderbar und habt so wunderbare Selbstheilungskräfte. Wir trauen euch zu, dass ihr auch, wenn
euch dünner anzieht. Ihr macht das schon richtig. Und ihr habt ein Immunsystem. Das könnt ihr stärken durch Kaltduschen, durch gesunde Ernährung. Und dann steht ihr allen Viren, die da von außen mal kommen sollten, viel, viel besser gegenüber. Also ich würde mir wünschen, einen Staat, der Mut macht und nicht einen Staat, der so in der Angst gefangen ist, er könnte irgendwas verkehrt machen, dass er gleich eine maximale Chemotherapie für alle verordnet. Nicht? Und von daher glaube ich, ist es wichtig, dass wir bei diesen Energien, die so von Medienseite, von der staatlichen Seite kommen, dass wir einfach einen klaren Kopf behalten und dabei dann auch den Kopf über den Wolken halten. Und den klaren Kopf, aus meinem Empfinden, also ich bekomme den klaren Kopf über die Verbindung zu meinem Herzen, also wie sich etwas anfühlt, weil es gibt ja so viele Szenarien, die da interpretiert werden und auch Wahrheiten, ja, vermeintliche Wahrheiten, die uns da präsentiert werden in der heutigen Zeit. Und da übers Fühlen, finde ich, also so mache ich es für mich, hinzufühlen. Boah, wie fühlt sich das an, was da herangetragen wird, ja, über die Medien? Und ja, wirklich mit diesem Herzen immer wieder in Verbindung zu kommen. Und das ist schön, weil du jetzt hast du mit diesem klaren Kopf und jetzt hast du die Giraffenköpfe da hinter dir. Spannend, Naja, die ja. Giraffe, weil du es gerade so schön sagst, ist das Tier mit dem größten Herzen im Tierreich, weil es ja so hoch pumpen muss. Und für mich steht es stellvertretend für jemanden, der mit einem großen Herzen auf die Dinge guckt. Und du sprachst eben vom Fühlen, zwei Fühler, die hier so nach oben gehen, eine gute Verbindung halten, Ohren, die bereit sind, sich zu interessieren, die bereit sind zu hören, auch den Standpunkt des anderen zu hören. Nicht? Und dann ein langer Hals, der es einem ermöglicht, über die Wolken hinauszuschauen. Nicht? Die Wolken als die Felder der eigenen Lebensgeschichte, die einen oft den Blick trüben können, aber eben auch die Felder, die durch Politik und Medien und so weiter, nicht? Also diese Felder, die da gesetzt werden können. Und wir können heute nur sagen, das höchste Ziel kann eigentlich nur sein, den Kopf aus diesen Wolken rauszubekommen und sich dann gegenseitig Mut zu machen, anderen auch die Hand zu reichen, dass sie auch den Kopf aus den Wolken rausbekommen, um die Dinge souveräner, wacher, klarer, so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und von daher liebe ich dieses Bild sehr mit den Giraffen. Das ist einfach großartig, weil es uns zeigt, da ist ganz viel Luft nach oben. Ja, und bei der Luft nach oben sind wir auch im Thema Kommunikation. Luft holen, atmen, tief Luft holen, in Verbindung treten. Der Vagusnerv wird gestärkt durch das Atmen. Und verrückterweise ist es der Virus gerade, der diese Atmung einschränkt. Und der Staat, der uns mit Masken eben auch den Mund sozusagen, das Atmen schwer machen will. Und der Virus, der auf der anderen Seite auch die Atmung sehr lahmlegen kann und mit Long-Covid eben auch größeren Stil lange Kommunikationsprobleme auf diesem Weg in die Sichtbarkeit bringt. Also man sieht, wie spannend das alles miteinander verknüpft ist und wie man da auf Spurensuche gehen kann und da in ganz spannende Bereiche vorstoßen kann. Ja, die größte Herausforderung ist aus meinem Empfinden heute diese, die Angst, ja, die überall geschürt wird und die aber auch, ja, die aber auch wichtig ist, weil über diese gefühlte Angst, also wir kommen ja alle mit unterschiedlichen Ängsten gerade in Berührung und ja, wie empfindest du das, diesen Weg durch die Angst? Wie kann das gehen? Ja, also der Weg durch die Angst ist für mich ein Weg der Kontaktaufnahme mit tieferen Schichten in mir selbst durch Atmen und Meditieren. Denn nur wenn ich mich mit mir auseinandersetze und innehalte, wenn ich durch das Innehalten in einem Alltag, der extrem schnell geworden ist,
Ich mache in meiner Praxis am Stein oder mir die Pulsdiagnose unter anderem als diagnostisches Mittel, tibetische, chinesische Pulsdiagnose. Und da sehe ich, in den letzten 10 Jahren hat die Taktung zugenommen. Während der Durchschnittspuls früher noch so 63 bis 65 war, ist er heute 70 bis 75, der Durchschnittspuls des Menschen. Und in der Pulsdiagnose spielt ja nicht nur die Geschwindigkeit eine Rolle, sondern auch die Qualität des Pulses. Das heißt, wir erleben heute bei 80, 90% der Menschen eine Adrenalindominanz. Das heißt, eine Stauung im Holzelement, Leberkreislauf würde man auch ganz platt sagen. Das heißt, der Großteil der Menschen sagt ja, wo er eigentlich nein meint. Das heißt, die meisten Menschen machen gute Miene zum besonderen Spiel und merken, gewöhnen sich so sehr daran, dass sie gar nicht mehr merken, wie stark sie innerlich unter Anspannung stehen. Und wie diese innere Anspannung, diese Adrenalindominanz, sie immer mehr entfernt von einem starken, stabilen Vagus. Und der Vagus ist zuständig für die Verbindung zur Transzendenz, für visionäre Ideen, für Kontakt mit sich selbst, für Regeneration, für Innehalten, für Selbstheilung, nicht für vorausschauendes Denken und Fühlen, für Empathie. All das ist der Vagusnerv. Und der wiederum ist der Hauptnerv für unser Mikrobiom. Und aus diesem Mikrobiom, da ist ein Bauchhirn, was damit dazugehört. Und dieses Bauchhirn hat Vagusfasern. Und die laufen zu 90% vom Darm zum Gehirn. Das heißt, die Qualität dessen, was wir essen, bestimmt darüber, wie wir Dinge wahrnehmen. Nicht nur, was wir denken, man isst, was man isst, sondern auch, wie wir Dinge wahrnehmen. Und wir wissen heute, dass in Deutschland 46% unserer Nahrung entzündungsfördernd ist, Adrenalindominanz auslösend ist und Brain Fog, Hirnnebel schafft, der uns noch mehr von der Wahrnehmung trennt, also noch mehr davon trennt, den Kopf über die Wolken zu bekommen. Das heißt, wir brauchen auch eine gesunde Ernährung, einen gesunden Körper, der auf allen Ebenen in Balance ist, um wach und klar Liebe, Fülle, Dankbarkeit überhaupt fühlen zu können und überhaupt eine Vision von uns haben zu können, wie wir zukünftig unser Leben, unsere Welt gestalten möchten. Dazu braucht es gewisse körperliche Grundvoraussetzungen. Nicht? Also hier ist das eine mit dem anderen wahnsinnig eng verbunden. Und von daher ist es so hilfreich, eben sich auch darum zu bemühen, den Körper auf all den Ebenen, im Fettstoffwechsel, im Mikrobiom, in der Zirbeldrüse, im vegetativen Nervensystem, in allen Bereichen in der Balance zu halten, weil nur auf diesem Wege können wir unser biologisches, spirituelles Potenzial dann auch wirklich leben. Und jetzt nochmal zurück zu der Angst. Also wenn ich jetzt in einer Situation bin, in der ich unglaublich viel Angst habe, also zum Beispiel ich war beim Arzt und habe gerade eine Diagnose bekommen und ich habe Angst, Panik, ganz viele Gedanken schießen durch meinen Kopf, dann hast du gesagt, atmen, Meditation. Also das als Werkzeug in Anführungszeichen, um aus den Gedanken und den Szenarien rauszukommen. Ist das hilfreich in deinem Empfinden oder nach deiner Erfahrung? Ja, es ist ein Zusammenspiel aus vielen Dingen. Wir sind ja auch in Ängsten dann getriggert, in alten Ängsten getriggert. Und diese Triggerungen bringen uns mehr von uns weg, als sie das zu uns hinbringen. Das heißt, es braucht ein Innehalten, um Inhalt zu finden, der dann inneren Halt gibt. Und in diesem Innehalten sortieren sich auch Dinge ganz von selbst. Und es entstehen auch neue Gedanken des Vertrauens. Nicht, da ging so viel in meinem Leben gut, warum soll es jetzt nicht auch gut gehen? Das sind Kräfte in mir, die mich unterstützen. Das sind größere Kräfte um mich herum, die mich unterstützen. Die fühle ich und spüre ich aber nur dann, wenn ich innehalte, nicht wenn ich jetzt von einem Arzt zum nächsten renne. Nicht? Also dieses Innehalten schafft erstmal eine innere Basis, eine Souveränität. Und in diesem Innehalten spüre ich dann auch, ja, was tut mir denn gut und was tut mir nicht gut? Welche Nahrungsmittel sind hilfreich, um meinen Körper in die Balance zu bringen? Welche
wie viel Sport, Bewegung, Yoga ist nötig, um mich körperlich auch wohlzufühlen. Und welche Menschen tun mir gut und welche tun mir nicht gut. Und umso mehr ich diesen Kopf aus den Wolken rausbekomme durch das Innehalten, umso mehr kriege ich auch eine Idee, wodurch mein Körper aus der Balance geraten ist, sodass Zellen plötzlich sich ungehindert vermehren und mein Körper mir mit dieser Botschaft doch einen Hinweis geben will. Ich beginne dort zu wachsen, auch spirituell zu wachsen, wo es wirklich drauf ankommt, sonst wächst da was anderes in dir. Nicht? Da kann ich auf Spurensuche, kann mir diesen Gedanken spielen, kann mir Unterstützung holen, um zu erkennen, wo bin ich jetzt eingeladen oder wo lädt mich die Krankheit jetzt auch ein, einen weiteren großen Wachstumsschritt zu machen. Nicht? Also all diese Dinge können nur im Innehalten entstehen und daher ist Innehalten, Atmen, Meditieren, mit etwas zu sitzen, Sit-Visit, sagt man dann so schön, so hilfreich, viel hilfreicher als jetzt ganz schnell ganz viele Informationen bei allen möglichen Ärzten ganz schnell zu bekommen und so schnell wie möglich Chemotherapie und das und das und das. Ne? Erstmal innehalten, sortieren. Ne? Ja, also das ist ja das, was du beschreibst mit diesem Zurückkommen zu sich selbst und dann in diese Souveränität, weil das ist meine Erfahrung. Also als ich meine Diagnose hatte 2015, ich habe mich natürlich informiert und in diesem Informieren habe ich gemerkt, boah, es gibt so viele unterschiedliche und teilweise auch wirklich widersprüchliche Informationen und jeder hat eine Meinung und jeder sagt irgendwas. Und das hat mich total überwältigt und auch verwirrt. Und da bin ich dann an einen Punkt gekommen, wo mir das echt alles too much war. Und da habe ich gedacht, boah, nee, ich muss aus mir heraus, also spüren, fühlen, was stimmt denn für mich? Ja, und da ist also, wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen, also mein Weg ist wirklich Joe Dispenza, du bist das Placebo. Das hat mich so angesprochen, als ich das damals gelesen habe. Ja, weil das ist der Weg zurück zu mir und in diese Souveränität, wo ich dann aus meiner inneren Anbindung heraus stimmige Entscheidungen treffen kann. Und die kann ich aus der Angst heraus, kann ich die gar nicht treffen, ja. Und darin liegt ja auch immer diese Chance, finde ich, in allen Lebenskrisen, ja, dass darin diese große, große Chance liegt, wirklich hier bei uns anzukommen. Ja. Ja. Ja, und jede Lebenskrise ist eine Einladung, erstmal Ja zu sagen und zu schauen, ja, wo sind da Kräfte mit mir durchgegangen, wo habe ich immer wieder Ja gesagt, wo ich eigentlich Nein meine und was kann ich hier korrigieren und Dinge in Kommunikation bringen, benennen, aussprechen, versuchen, Worte zu finden. So dass da etwas sich verändern kann, in einen Prozess reingehen kann. Aber dazu braucht es eben auch einen gesunden Körper, einen wachen Körper. Wenn der Körper zugemüllt wird mit Dingen, die ihm nachweislich nicht gut tun, dann können auch solche klaren Gedanken nicht wirklich entstehen. Ich mir sagte mal vor 25 Jahren ein, ich glaube, es war ein Aborigine, ein Nankari, ein Medizinmann von den Aborigines, der sagte was ganz Plattes, was ganz irgendwie halb Lustiges, aber halb eben auch Ernstes. Der sagte, wenn man den ganzen Tag nur Pizza isst, dann fängt man an, irgendwann wie eine Pizza zu denken. Und irgendwann wird man dann als Pizza von anderen verspeist. Irgendwie konnte ich den Satz nicht vergessen. Ja, also es gehört eben auch eine Gepflege, eine Pflege, eine Fürsorge für den Körper dazu, wenn man Gedanken denken möchte, die man vorher noch nicht gedacht hat. Ja, wenn es also weitergehen soll auf neuer Ebene, wenn man sich vom Klebstoff des immer mehr vom selben lösen will, braucht es dazu Organsysteme, die in ihrem vollen Potenzial laufen. Ja, also das eine bedingt das andere, da bin ich ganz bei dir.
Und ich habe aber auch gemerkt, also ich habe so, also wieder zurückgehend, ja, in diese Jahre direkt nach meiner Diagnose, da habe ich erstmal so ein ganz strenges Regime gefahren, also mit Saften, mit Fasten, mit Darmreinigung und vielen, vielen, vielen Nahrungsmittelergänzungen. Und das habe ich, ja, ich habe 6 Monate ganz diszipliniert durchgezogen. Und nach diesen 6 Monaten hatte ich aber ein sehr niederschmetterndes Ergebnis, dass nämlich meine Tumormarker, die waren total in die Höhe gegangen. Und das war für mich ein ganz großer Wendepunkt, weil ich feststellen konnte, dass all das, was ich da gemacht hatte, letztendlich auf Angst basierte. Also, dass ich voller Angst in der Küche war und mir meine Säfte gemacht habe, zwar einen gesunden Saft getrunken habe, aber in mir war permanent Angst. Und Ja, das ist ganz schön, dass du das nochmal so sagst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich sehe es auch immer wieder, wenn man krampfhaft versucht, Rohköstler zu sein, Veganer zu sein und alle Dinge unbedingt richtig machen zu wollen. Ne? Das sind ja bestimmte Grundstrukturen von Menschen, die dann, wie du sagst, in einer sehr starken Angst gefangen sind. Das löst natürlich eine Adrenalindominanz aus. Der Versuch, alles ganz besonders richtig zu machen. Und diese Adrenalindominanz löst dann eben auch ein Entzündungsgeschehen nicht aus, sondern es verstärkt ein vorhandenes Autoimmunsystem, also ein Autoimmunfeuer. Nicht? Das Autoimmunfeuer ist ja das, was zum Krebs führt. Die schleichende Entzündung, die dann als Autoimmunprozess, als Zytokinsturm dann hochlodert in Form dieses Krebses, das will ja gelöscht werden. Und dieses Feuer löschen wir natürlich, indem wir jeglichen Stress aus dem System rausnehmen und eben auch den Ich muss perfekt sein Stress. Weil das nützt uns überhaupt nichts. Es geht hier darum, das Vertrauen darin zu finden, so wie ich es richtig mache, so wie ich es mache, so wie ich es fühle, ist es richtig für mich. Und wenn ich mal Fisch zwischendurch esse, obwohl ich mich eigentlich als Veganer definiere, dann ist das so in Ordnung, nicht? Und wenn ich dann mal einen Ziegenkäse esse, dann ist das in Ordnung. Wenn daraus jetzt ein schlechtes Gewissen entsteht oder oh Gott, bloß nicht, dann beißt sich die Katze in den Schwanz und wir heizen das Entzündungsfeuer mehr an, als was löschen würden. Ne? Und trotzdem gibt es eben so ein paar Basics, wo man sich leicht dran halten kann. Nicht? Mit dem Weißmehl, mit dem Zucker, mit der Kuhmilch, ne? Mit Fleisch aus der Massentierhaltung. Also da gibt es einfach Zucker, da gibt es einfach Omega-6, ne? Transfettsäuren, da gibt es so ein paar No-Gos. Und das ist kein großer Zwang, die wegzulassen. Die lässt man einfach weg und gut ist. Ne? Und ansonsten schaut man, dass man so dem inneren Gefühl nachgeht, für sich im Flow ist mit den Dingen, die da kommen und darauf vertraut, dass da schon Kräfte ganz von selbst wirken, die uns wieder ans richtige Ziel führen. Und gleichzeitig kann man trotzdem oder sollte man dann hochdosierte Pflanzenmedizin nehmen, wo ganz klar ist, dass sie Entzündungsfeuer löscht. Nicht Kurkuma, da haben wir 11.000 Studien drüber, Weihrauch, Myrrhe. Ingwer, nicht? Alles wunderbare Dinge aus der orientalischen Wüstenmedizin, die den Chemotherapeutika, den Cortisonmitteln am nächsten kommen und die solche Entzündungsprozesse massiv eindämmen können, wenn man sie in hoher Dosis regelmäßig über einen längeren Zeitraum nimmt und wenn eben die eben genannten Rahmenbedingungen des Vertrauens, des Einverstandenseins, der Meditation, der Ernährung, der Bewegung, wenn das eben alles stimmt und passt. Aber du hast völlig recht, das Mindset des Vertrauens, ich bin das Placebo, ich bin derjenige, der entscheidet, gehe ich ins Vertrauen oder gehe ich in die Angst, in jedem Augenblick. Ja. Just yes and let life unfold, ich vertraue, dass sich alles in der Weise entfaltet, wie es zum Wohle aller am besten ist. Das ist auf jeden Fall heilsamer, hilfreicher als, oh Gott, wie mache ich es jetzt am richtigsten? Ja. Ja, dieses Vertrauen. Wirklich, das hat ja auch mit der Souveränität wiederum zu tun, ja. Also wirklich, wenn ich bei mir bin, dann habe ich Vertrauen, also zum einen in meine eigenen Entscheidungen und auch
in das Leben. Ja, das ist ja erstmal die Herausforderung, auch in so einer Krisensituation, wenn da so eine Diagnose daherkommt. Also so ging es mir damals kurzzeitig, also nur kurzzeitig, wo ich dachte, oh wow, ja, also wie kann das jetzt in mein Leben kommen? Und da hatte ich auch, da gab es schon Momente, wo ich so das Vertrauen verloren hatte, weil ich es als so was Schlechtes und Schlimmes interpretiert hatte. Ja. Und dann aber zu erfahren, oh, das ist wirklich ein Geschenk für mich, ja, aus dem heraus ich mich entwickeln darf und aus dem heraus ich Schritte gegangen bin in den letzten Jahren, die ich niemals gegangen wäre, ja, niemals, niemals. Und das ist so großartig, ja, zu erfahren, dank einer solchen Diagnose wirklich aus der eigenen Komfortzone komplett rauszugehen, zu fragen, wie wir es letzte Mal auch hatten, wer möchte ich sein in diesem Leben und auch dieses Vertrauen ins Leben zu haben, dass letztendlich das, was zu mir gehört, dass das kommt auch zu mir. Und das finde ich sehr schön, diese Erfahrung zu machen. Und wir sprechen ja immer nur von Erfahrung oder heute spreche ich von Erfahrung. Früher habe ich Bücher gelesen, Tausende und war auf Seminaren und habe mir, was weiß ich, was alles immer angehört. Und ich wusste so viel, aber ich habe es einfach nicht gelebt. Und heute weiß ich, was wirklich verändert, ist die eigene Erfahrung. Und ja, und da auch so eine Leichtigkeit zu entwickeln und ja, es als kosmisches Spiel auch zu betrachten und die Ängste abzulegen und meinem Fühlen und meinem Herzen zu folgen. Und da wächst mehr und mehr das Vertrauen, weil ich sehe, ah, okay, umso mehr ich diesen Weg gehe, so von hier, oh, wow, da öffnen sich Tore, da sind solche Begegnungen möglich, wie mit dir jetzt auf so einer Ebene, die ich einfach liebe. Und dafür bin ich so dankbar. Und das ist das, was mich so antreibt. Also wirklich, ja, zu sagen, wow, lasst uns alle ja von hier leben und diese Schritte auch gehen im Wissen, es gibt nichts zu verlieren in diesem Leben. Ja, wir legen alle mal die Hülle ab. Ja, so what? Ja, jetzt sind wir alle noch hier. Ja, und ja, das ist dann wiederum so diese Haltung, diese innere Haltung zum Leben. Und ja, spannend, spannend, diese Erfahrung leben. Ja. Ja, großartig. Die Liebe, lieber Ingo, zu der möchte ich noch sehr, sehr gerne kommen. Ja, was bedeutet das für dich? Ja, wie lebst du das in deinem Leben? Was ist Liebe? Sind wir alle Liebe? Ich denke, Liebe ist erstmal die Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens, das eben zu feiern und die Liebe dadurch zum Ausdruck bringen, indem ich eben das, was ich an Möglichkeiten mitbekommen habe, das wirklich feiere. Ne? Leben feiern gleich Liebe und verliebt sein in einen anderen Menschen zum Beispiel würde ja auch nur bedeuten, der andere ist eine Projektionsfläche, das heißt die Liebe, die ich eigentlich zu mir habe, projiziere ich auf jemand anders und hole ich diese Projektion zu mir zurück, dann komme ich in eine wirkliche innere Souveränität hinein, weil dann bin ich der, der ich wirklich bin. Und mit diesen Gedanken kann man ganz wunderbare, ja, innere Kräfte mobilisieren, und das Leben macht dann mehr Spaß. Aber ist Liebe ein Gedanke? Naja, der Gedanke ist ja der Anfang. Und das Gefühl und dieses Feiern, was ich da eben sagen wollte, das ist ja der Ausdruck der Liebe. Aber ich denke schon, dass immer ein Gedanke am Anfang steht. Oder vor dem Gedanken ist noch die Wahrnehmung. Also umso mehr ich mich über den Sonnenstrahl auf einem grünen Blatt erfreuen kann, umso mehr öffnet es mein Feld dann eben auch für die Liebe zu dem, was ist. Aber es fängt trotzdem an mit dem
Gedanken, platt, Sonnenschein, wow. Und da passiert ja etwas, was wir immer auch irgendwo in Worte fassen. Und gleichzeitig kann es natürlich auch automatisch passieren, dass es einfach dann wie eine Tsunami über mich drüber kommt, diese Freude über das Blatt in den Sonnenstrahl auf dem Blatt. Aber damit feiere ich dann im Prinzip schon direkt die Liebe zu dem, was ist. Also wir haben ja gelernt, alles in Worte zu fassen. Ich fand es schön, wie du eben gesagt hast, mit dieser Wahrnehmung, weil letztendlich, ja, bevor ich gelernt habe, dem einen Namen zu geben, ja, also Baum, Sonne, Blatt, ja, in dem Augenblick ist ja ein Erleben da, ein Erfahren. Und ich fühle, dass Worte oft die Erfahrung eingrenzen und aus der Reinheit des Augenblicks letztendlich wegführen. Und dass wir einfach so gelernt haben, da oben im Kopf immer alles zu interpretieren und zu benennen. Und ja, also das ist mir natürlich nicht immer möglich, aber ich kenne das. Ich kenne dieses Erleben von reiner Präsenz, wo einfach kein Gedanke mehr da ist und wo dieser Frieden, ja, das ist dann auch schon wieder eine Definition, was ich da erlebe, aber dieses Erleben von reiner Präsenz jenseits aller Worte, das kenne ich und ja, das ist für mich dieses Liebe ist dieses Grenzenlose, raus aus allen Ideen und dieses Angebundensein an, ja, an Gott, an das Universum, an alles, ja, das sagt man ja immer, dieses Ganze, wir sind alle eins und das fühle ich in diesen Augenblicken, ja, weil da gibt es keine Trennung mehr, ja, durch nichts, weil kein Gedanke mehr da ist, der trennt oder interpretiert oder, ja. Ja, kann ich nur zustimmen. Ist auch schwer, Worte dafür zu finden, aber du hast es ganz gut jetzt in Wort gepackt. Also in dem Moment, wo wir in Worten sind, sind wir ja schon wieder ein bisschen daneben, ne? Insofern ist es ein Gefühl, das in der Form nur beschreibbar ist, wie du es jetzt gerade versucht hast. Ja, prima. Schön, lieber Ja, ich Ingo. danke dir für die schönen Fragen, mit denen du mich da herausgefordert hast. Ich danke Großartig. dir. Ich danke dir, dass du dich einlässt auf meine Fragen und vielen, vielen Dank. Gerne.